Vor der alten Dohndorf-Druckerei. Es ist der 29. Juni, das Gebäude ist jetzt 5 Tage besetzt und wir sind immer noch hier. Jeden Tag kommen Menschen vorbei, die uns unterstützen, die Ateliers nutzen und die Proberäume, die wir eingerichtet haben. Aus der Nachbarschaft kommt auch ganz, ganz viel Support. Schon seit 2006 setzen sich Initiativen hier in Bockenheim für den Erhalt dieses Gebäudes ein und die Chancen standen einfach noch nie so gut wie jetzt. Heute haben erste Verhandlungen stattgefunden, in dem sich ein Verhandlungsteam von uns mit dem Präsidium der Goethe-Universität, dem Land Hessen und dem Max-Planck-Institut zusammengesetzt haben, um über die weitere Nutzung dieses Gebäudes zu diskutieren und zu sprechen. Dabei haben wir unsere Forderungen nochmal stark gemacht und haben auch Architects for Future und die Initiative zur Erhaltung der Dohndorf-Druckerei mit eingeladen, um unsere Forderungen zu unterstützen. Damit haben wir auch gezeigt, dass ein breites gesellschaftliches Bündnis hinter uns und unseren Forderungen steht. Wir sind bisher zu keiner Einigung gekommen, es wurden jedoch weitere Gespräche vereinbart. Deshalb besteht im Moment für dieses Gebäude keine Räumungsgefahr und wir laden alle Menschen weiterhin ein, hierher zu kommen und sich einzubringen. Insbesondere heute Abend um 19.30 Uhr findet eine Vollversammlung statt, in der wir gemeinsam über die weitere Nutzung sprechen wollen. Wir freuen uns über alle Menschen, die vorbeikommen und Möbel spenden und andere Dinge, die wir hier zum Leben brauchen. Es gibt auch jeden Tag unterschiedliches Programm, wo alle Menschen eingeladen sind, auch mit eigenen Ideen sich einzubringen oder eben an dem, was wir hier schon geschaffen haben, teilzunehmen und mitzugestalten.